Wen hat Mom wieder angebrüllt? Sie klang echt wütend. Ich glaube, diesen haarigen Kerl mit dem Knochenhut. Sie hat ihn in den Schnee geschickt. Gut, der war gruselig und redete komisch. Ihr habt einen verwundeten Grawl in den Schnee hinausgeworfen? Welcher Geist der Wildnis lehrt denn, dass man Reisende so behandelt? Der Geist haltet eure zahnlosen Backen und kümmert euch um euren Kram, Opa! Der Grawl hat bloß gegrunzt und geblutet und von seinem falschen Gott gefaselt. Ich bin wirklich keine Unnorn, aber er hat mir die Bude vollgestunken und meine Kinder erschreckt. Da ist er rausgeflogen. Nun, junge Frau, solltet ihr einmal verwundet durch den Schnee irren, dann hoffe ich, ihr klopft nicht an die Tür von jemandem, der diesem Geist huldigt. Lasst uns gehen. Bei all den wilden Tieren hier ist der Grawl-Schamane in großer Gefahr. Aber ich denke, wir können ihn aufspüren. Das ist übel. Die Blutspur wird jedes Raubtier und jeden Aasfresser im Umkreis anlocken. Meine Beweglichkeit ist beeinträchtigt. Allmächtige Bären, was ist das? Nein, weg da! Ich sterbe nicht, um den Hunger dieser Bestie zu stillen. Ihr habt mich gefunden. Zustand ihr scheint nicht die Einzige zu sein. Steht auf, Grawl. Die Bestie ist tot und wir müssen mit euch reden. Die Wachsamen schicken uns. Wir sollen einem Schamanen namens Gara helfen. Seid ihr Gara? Ich bin nichts. Der Gott, den ich verehrte, ist falsch. Er hat die Kraft des Winters. Aber es ist ihm nicht gelungen, mich zu töten. Er ist kein Gott. Ein wahrer Gott hätte nicht versagt. Mein Gott ist nur ein wildes Tier. Ich bin verloren. Lasst mich erfrieren. Geht nicht. Wir brauchen euch. Ihr müsst eurem Stamm beweisen, dass sein Gott ein Drachendiener ist. Wir helfen euch. Sie werden nicht zuhören. Obwohl er es nicht schaffte, mich zu töten, ist der falsche Gott sehr stark. Er bringt Eis und Tod. Sie fürchten ihn und wollen ihn nicht erzürnen. Wir müssen beweisen, dass er kein Gott ist. Wir verstehen eine Menge von solchen Dingen. Stellt uns eurem Volk vor und ich bin sicher, sie werden zuhören. Möglich, ja. Wenn ihr mir helft, hören sie vielleicht zu. Mein Heim ist nicht weit von hier. Ich treffe euch dort. Danke für eure Hilfe. Wir treffen uns dann wieder im Dorf. Ich marschiere nicht gerne ohne Verstärkung in Grawlbaue. Gebt gut Acht. Ihr seid dumm, verrückt. Mein Gott ist stärker als eurer. Euer Gott ist nur ein Fels. Meiner erleuchtet die Nacht. Fels ist schwach. Fels ist stark, aber der Eisgott ist stärker, auch stärker als eurer. Hört her, der Eisgott wollte mich töten und hat es nicht geschafft. Also kann er gar kein Gott sein. Sagt, Gara, habt ihr sonst schon jemanden überzeugt, dass der Eisgott ein Drachendiener ist? Nein, die anderen Schamanen glauben es nicht. Sie sagen, der Gott habe mich verschmäht. Daher blieb mir das Paradies verwehrt. Jetzt befürchten sie, der Gott sei erzürnt, weil ich nicht würdig war. Solange die Schamanen so denken, kann ich den Stamm nicht überzeugen. Dann müssen wir die Schamanen irgendwie umgehen. Wir wenden uns direkt ans Volk.
Gut, dann brauchen wir einen Beweis. Oder wir müssen die Schamanen und ihre Anhänger ruhig halten, damit Gaara das Volk überzeugen kann. Wie dem auch sei, es eilt. Was meint ihr? Welches ist der beste Weg, diese Mission abzuschließen? Holen wir einen Beweis aus der Höhle des falschen Gottes? Oder helfen wir Gaara, sein Volk direkt zu überzeugen?